Mit seinem VW Golf ist ein 27-Jähriger am Dienstagabend kurz vor 23 Uhr auf der Autobahn 8 zwischen den Anschlussstellen Kirchheim West und Kirchheim Ost in Fahrtrichtung München tödlich verunglückt. Michael Bricky, Einsatzleiter der Feuerwehr Kirchheim, schilderte uns den Einsatz. Beim Eintreffen der Feuerwehr war der PKW komplett unter der Hebebühne bis ungefähr auf die Rücksitzbank unter dem LKW untergraben. Das heißt, wir haben schweres Gerät einsetzen müssen, um den PKW unter dem LKW herauszuziehen. Ja, vorne ist so, es ist leider eine tödlich verletzte Person zu beklagen an der Einsatzstelle. Die wurde jetzt geborgen. Die Feuerwehr ist jetzt noch beschäftigt mit Aufräumungsarbeiten. Wie Zeugenaussagen bestätigen, hat der Golffahrer mit hoher Geschwindigkeit auf der dort dreispurig verlaufenden Strecke einen anderen PKW auf der linken Spur überholt. Im weiteren Verlauf wechselte er auf die ganz rechte Spur und fuhr dort nahezu ungebremst auf einen in gleiche Richtung fahrenden Sattelzug auf. Der Fahrer erlag sofort seinen Verletzungen, so heftig war der Aufprall. Marc Lippe, Einsatzleiter Rettungsdienst, erklärte uns den Rettungseinsatz. Ja, der Rettungsdienst hat den LKW-Fahrer betreut und die Erstversorgung des Patienten übernommen, der unter dem PKW eingeklemmt war. Okay, kann man zu der Person schon was sagen? Verletzungstechnisch? Der PKW-Fahrer wurde von der Feuerwehr unter dem LKW befreit. Jedoch kam für ihn jede Hilfe zu spät. Wir konnten leider nichts mehr für ihn tun. Wir sind noch hier vor Ort und betreuen noch die Augenzeugen und werden dann den Einsatz in Kürze beenden. Die Autobahn war bis um 0.30 Uhr für den Verkehr Richtung München komplett gesperrt. Danach konnte der Verkehr zumindest einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Kurz nach 4.30 Uhr konnten auch die restlichen Fahrspuren der BAB A8 freigegeben werden. Die Höhe des Schadens ist derzeit noch nicht bekannt.